mal Lust auf glattes Haar. Und jetzt springe ich schnell unter die Dusche und dann zeige ich euch den Memory-Effekt im glatten Zustand. So, da bin ich wieder. Jetzt zeige ich euch die Haare im komplett nassen Zustand. Da könnt ihr dann den Memory-Effekt sehen. Die Haare sind noch immer so schön glatt. Bevor wir aber mit dem Föhnen beginnen, geben wir noch einen Leave-In Conditioner rein, bürsten sie ein bisschen durch und dann werden wir sie einfach trocken föhnen. Und das war's. Beginnen wie gesagt immer wieder unten, bürsten dann vom Ansatz bis in die Länge hinunter. So, und dann starten wir mal mit dem Föhnen. So, und jetzt sind wir mit dem Föhnen fertig. Wie ihr sehen könnt, ist der Memory-Effekt noch immer drinnen. Die Haare sind schön glatt, es hat sich nichts verändert durch das Haarewaschen. Und jetzt bürsten wir sie wieder mal ganz kurz durch, fangen wieder unten an, vom Ansatz bis in die Spitzen. Wie ihr sehen könnt, ist mein Eigenhaar leider nicht so schön glatt, nur durch das Trockenföhnen mit der Haarverlängerung. Deshalb werden wir das oben jetzt ganz schnell mit dem Glätteisen durchglätten. Und bevor wir das machen, ist es ganz wichtig, dass man einen Hitzeschutz verwendet. Die Haarverlängerung an sich ist ja schon von sich aus total hitzebeständig, aber vor allem ist es wichtig, dass wir das Eigenhaar dadurch schützen. Bevor nehmen das Glätteisen und glätten nur ein bisschen. Und das war's. So, liebe Leute, das war's von meinem fertigen Look heute. Die Haare sitzen am Platz, alles ist schon glatt und das Video nur in 15 Minuten. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich drauf. Tschüss!